So, jetzt habt ihr noch gehört, wie ich Fanta getrunken habe. Und damit willkommen zurück zum heutigen Stream. Nachdem wir gerade The Park beendet haben, geht es direkt weiter mit Siren. Tatsächlich geht es erstmal nur ein paar Minuten, je nachdem, wie lange mein Fastmann zum Kochen braucht. Aber das sehen wir dann ja noch. Ja, Forbidden Siren ist ein japanisches Survival-Horror-Game von 2004, wie ihr seht. In dem man aber eher wegläuft als kämpft. Und das, soweit ich es noch weiß, doch, das tut es, in die Perspektive des Gegners wechselt. Oh, es ist sehr laut, oder? Findet ihr es auch so laut? Ich guck mal, ob ich das leiser gemacht kriege. Außer für euch ist die Lautstärke angenehm. Weil ich weiß, dass die Übertragungslautstärke immer ein bisschen anders ist als das, was ich so höre. Für mich ist es gerade sehr laut. Wenn es für euch okay ist, dann sagt das. Ich glaube, ich mache es echt mal leiser. Wo ging das denn nochmal? Okay, ich habe jetzt meinen Kopfhörer leiser gemacht. Ich weiß leider nicht, ob das auch auf euch Einfluss hat. Das sehen wir dann. Eventuell muss ich das Mikro dann lauter machen. Weil hier gibt es keine Lautstärkeregelung. Und das Lustige ist, das Spiel braucht ja Start und Select und das hat der PS4-Controller nicht. Man muss dann diese große, dieses Touchfeld in die Mitte nehmen. Und die rechte Hälfte ist dann Start und die linke ist Select. Das ist voll seltsam und manchmal vergesse ich, dass das so funktioniert. Na gut. What is she doing? Who is it? What are they doing? It's the middle of the night. Ikari kagayaku on
Who's there? Huh? Who is it? What? Hey, what? Hier bin ich übrigens gerade, ich habe das mal angespielt, wegen Steuerung und so. Escape from the police officer, und ich bin hier einfach instant gestorben, weil ich nicht wusste, wo ich hin muss, und der hat mir fünfmal in den Rücken geschossen, ah, tot. Das war nicht so schön. Ja. What? Why? No! Oh my God! It's He's coming! Use. Ah! Ah! Okay. Muss jetzt mal eben hier ins Office gehen. Komme ich da rein? Oh Gott, ist er ja schon. Oh, und ich habe zu lange gebraucht. Ich wollte eigentlich im Optionsmenü die Kamera ändern. Oh, wir sind tot. Ich mache jetzt mal eben Give Up, damit ich noch mal ins Optionsmenü kann. So, ich konnte nämlich gerade nicht die Kamera richtig steuern, weil das invertiert war. Und ich hasse invertiert. Ich kann das nicht. So, jetzt können wir aber die Cutscenes skippen. Die kennen wir ja schon. Ich will nicht schauen, wie mache ich denn... Ach, to the pickup truck, okay.
Trophäe! Starthilfe! Es ist sehr cool, dass diese ganzen alten Gurkenspiele für PS2 jetzt Trophäen haben auf der PS4. Mission accomplished. Sehr schön. Day 1. 0 Uhr. Kyoya Suda. Excuse me? Are you okay? Hello? Oh my god. Du hast den gerade überfahren. Call an ambulance? An earthquake. Die Gesichter sind sehr fotorealistisch, ja. Ja, die Synchro ist nicht so geil. Ich würde es auch lieber auf Japanisch spielen, man kann es aber nicht einstellen. It's gone. Blood. Wie kann der so rennen? Der wurde in die Brust geschossen. You can see visions. Relax. Although I guess that's easier said than done. Are you all right? I just got shot, but... I understand. Listen, you have to come with me. You're not safe here. Follow me. Mission Objective. Reach Road to Karubari with Hisako Yao. Woher wissen wir, wie sie heißt? Sie hat sich uns nicht vorgestellt. This red water is now coursing through your veins. In place of all the blood you lost. You have the water to thank for your recovery. I know you're still shaky, but you will be better soon. I'm so relieved. It was any more. Anyway, we must hurry now. Close your eyes. Relax and look for me in your thoughts. L2 button. Busch gesehen. Human. Be careful. It will be a while until you can move freely. Please. Okay. I
Wait here. Come over when I call you. I'm concentrating on our surroundings, so I can't watch over you the whole time. Ja, ich habe die jetzt ein bisschen ausgeblendet. Und kommt auf mich zu. Okay, ich bewege mich jetzt einfach nicht. Vielleicht geht der da weg. Okay, der ist weg. Nein, noch nicht. Ist doch kacke, wie kriege ich den da jetzt weg? Geht der? Du, hör auf so zu schnaufen. Und die Neko schreibt jetzt das gleiche. Augenblick, ihr Lieben. Moment, Moment. Ich mache mal kurz Pause. Okay, ihr Lieben, ich sehe gerade, mein Essen ist fertig. Wie spät haben wir es denn? Ja. Also, frühestens 8:30. Stellt euch drauf ein, so lange machen wir jetzt Pause. Holt euch was zu essen. Ich mache hier Übertragung, aber so lange... nicht aus. Oder doch? Nee, kommt, ich lasse es so an. Obwohl ich Angst habe, dass meine Konsole gleich in Standby geht. Aber das sehen wir dann. Also, bis später. Weil dieser Typ immer noch da hinten steht. Ah, ihr habt mich gerade gar nicht gehört, weil der Controller aus war, ne? Okay, ich bin wieder da. Es hat länger gedauert, weil ich noch einen dritten Burrito essen musste. Der steht mit dem Rücken zu mir. Und tötet mich jetzt. Oh. Ja. Das ist sehr anstrengend. Close your eyes. Oh.
yourself. Okay, ich will aber hier nochmal feststecken. They are no longer human. Okay, ich müsste ja mal so ein paar Channel einstellen. On our surroundings, so I can't watch over you the whole time. Eventually, you'll be able to feel me calling you. Okay, da ist sie und sie läuft hier nach rechts. Mit mich. Und den Gegner. No. Die schnauft auch so. Someone is looking over this way. Keep down and we'll get through this. Okay. Ist echt anstrengend. Wir machen ja auch gerade nichts Besonderes. Be careful. He's after you. Can't do it alone. Will you pull me up? Kletter ich denn hoch? Hä? Wo klettert man denn hier? Ich habe gerade irgendwie nicht aufgepasst, was... Also
wo soll ich sie denn hier hochziehen? Geh mal an die Seite, Olle. ...9705, bitte mal merken. Oder war es 9705? 0, nee, ich glaube es ist eine 9. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die da, wo ich da hochklettern soll. Ich würde ja echt behaupten hier, aber irgendwie... Ist irgendjemand von euch am PC und kann mal eben nachschlagen, wie das funktioniert? Ja, tut mir leid an alle, dass ich das jetzt auch in der Aufzeichnung angucken und dann irgendwie noch weniger davon haben.
mal, man kann auch, wenn man ein Steuerkreuz nimmt, auf Tanksteuerung umstellen. Aber wer sollte das wollen? Ja, also wenn ihr online auch nichts findet, dann muss ich die Mission irgendwie nochmal neu starten. Aber ich habe ja gesagt, dann... Und dann muss man aufpassen, wenn man zu feste drückt, dann kriegen wir das immer wieder runter und so. Ja, das habe ich verstanden, aber ich fange ja nicht mal an zu klettern. Okay. Neko saved the day. Ja, ich drücke die ganze Zeit Dreieck. Ich weiß aber auch nicht, wo hier der Iron Pole ist. Ist das hier der Iron Pole? Aber ich muss ja erstmal selber da hochkommen. Das schaffe ich ja schon nicht mal. Oder hier vielleicht. Ich denke aber, die Gegner machen die Geräusche, aber es sind bloß die Schritte. Ich bin falsch, aber sie steht da, sie hat doch hier das gesagt. Ich bin da gar nicht weggegangen. Ah. Okay, er hat es jetzt instant selber gemacht. Okay, danke schön. Nein, 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 nicht wieder runtergehen. Ja. Ja. Vielen Dank! Und sorry, dass ich mich so doof angestellt habe. Aber es war einfach nicht klar, dass sie das hier meint. Jetzt, ne? Jetzt krieg ich die Steuerung eingeblendet. Wer denkt denn auch, dass der von alleine klettert, wenn man vor ein Ding läuft? Wer rechnet denn damit? Ich nicht. Weil sie ein Mädchen ist und nicht so viel Kraft in den Armen hat. Tamon Takeuchi. Professor? What is this place? Where are we?
I just don't get it. What's going on? I told you to wait in the car. But what's happening? What is this? Why is this happening? This is exactly why I told you not to come. Professor, we need to find the villagers. They must be panicking. Please, shut up. What is this? Oh my God. From now on, you will do exactly as I tell you. What? Until I call you, keep your eyes closed and stay still. Do you understand? Is that a real gun? No, it's a fake gun. Okay, come on. Okay. Mein Gott, ist die anstrengend. Reach road to Karuwari with Yuriko Ano. So I'm supposed to concentrate. Das ist unsere Assistentin. Ja. Okay. Versuche unsere Assistentin zu erschießen. Das funktioniert aber nicht. Wir machen aber voll auf uns aufmerksam. Egal. Tut mir leid, liebe Neko. Ich habe es versucht. Oh Gott, da schießt jemand auf uns. Ja, okay, das ist, der schießt, das ist nicht gut. Die Frage ist jetzt, warum kommt die Trulla nicht mit? Also eigentlich möchte ich die ja auch gar nicht mitnehmen, aber anscheinend wissen wir das. I'm supposed to concentrate and listen to your voice. Well, I'm seeing something kind of strange. Wie geht das denn? Move. Ja. Ach, deswegen schaut. Ah, okay. Ist eh gut, dass wir neu starten, weil ich gerade zwei Kugeln verschwendet habe.
Yeah. Wo bin ich denn gerade? Oh Gott. Scheiße, der ist natürlich vor uns. Nein. Oh, wie sie einfach instant tot ist. Ist anstrengend. Also ihr Lieben, der Stream wird heute nicht ewig gehen, weil so 17 Mal die gleiche Mission machen ist nicht so geil. Oh, direkt zu viel Lärm gemacht. Ah, starten wir gleich nochmal neu. Das Problem ist, ich kann ihn nicht schießen, weil ich ihn nicht sehe. So, I'm supposed to concentrate and listen to your voice. Well, I'm seeing something kind of strange. Langsam gehen. Das Problem ist, wenn man sich zusätzlich auch noch doof anstellt, so wie ich, dann kommt man erst recht nicht weiter. Warten wir hier unten. Okay, ich aime mit R1.
Ja, schön. Wir sind hier unten und können nichts machen. Dieses Rohr ist so auffällig. Okay, ja, ich bin gerade sehr leise, aber ich muss mich konzentrieren und ich habe irgendwie Angst, wenn ich rede, hört der Gegner mich. Das ist ziemlich gut, also gerade für PS2-Verhältnisse kann man nicht meckern. Was war das denn? Oh, Tuna, geh doch mal aus dem Bild. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Jemand hat uns gespottet. Okay. Noch mal reloaden. Ah, Moment, was ging hier über Dreieck? Ich weiß nicht mal, ob der Weg richtig ist, den wir hier gehen.
hallo, das lief aber gut. Nein, wirklich jetzt. It's not a dream. Am I going crazy? Okay. What do we do now? All we can do is wait here until Leader Makino and the others arrive. Leader? Is this a place of worship? I mean, it kind of looks like one, but it's different from the other ones I've seen. It may seem strange, but this is our faith. Oh. Well, I don't know anything about religion. It must be a sign. Outsiders like you don't normally possess the sight. Right. I'll go and see what's going on. Okay. Book of Deliverance, Chaos at the End of Time. Noch besonderer Titel fällt dir nicht ein. Ja, ich möchte auf jeden Fall speichern. Hey, Makino. Guy DeSarco. Where is everyone? What's this? Reed Road to Karubari. Oh, da müssen anscheinend alle hin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh Gott, sind da viele Leute. Wie soll ich das denn schaffen? Ja, ich muss jetzt leider crouchen, denn ich habe Sorge, es ist so, wenn man den Stick leicht drückt, dann geht man langsam. Wenn man ihn schnell drückt, dann rennt man. Also wenn man ihn feste drückt. Und ich bin nicht gut darin, Sticks leicht zu drücken. Ich renne eigentlich immer. Und deswegen muss ich hier crouchen. Denn dann... nicht automatisch gesehen und erschossen. Hier hochklettern? Nein. Gut, hier ist eine Sackgasse. Ist nicht so geil.
Oh, 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 ich sterbe jetzt. Wann hat die mich denn gesehen? Oh. Wie das einfach jetzt schon anstrengend ist. Okay, wir gehen pro forma mal in die entgegengesetzte Richtung. Mit unserem ersten Charakter hieß es danach, es ist zu gefährlich zurückzugehen oder so. Ja, genau. Ich kann auch nicht ins Wasser gehen. Ich muss da hoch. Wie soll das funktionieren? Ja, ich fürchte, wir machen dann einfach gleich Schluss für heute. Das wird nichts. Also, das Spielprinzip ist gar nicht schlecht oder so. Also, ne? Ich sage nicht, dass es generell ein schlechtes Spiel ist. Es hat ja auch einige Fortsetzungen gegeben. Es muss sich ja auch ansonsten gut verkauft haben und so. Es ist nur einfach nicht mein Spiel. Ich bin kein Fan von diesen Wegrenn-Versteckspielen. So wie Haunting Ground oder auch Silent Hill Shattered Memories. Ich kämpfe lieber. So, ich hoffe, hier auf der Treppe sind wir halbwegs sicher. Dann gehen wir noch mal in den Scanner. Okay, das ist der Typ mit der Waffe. Das ist ein Typ mit einer anderen Waffe. Das ist ein Typ mit einem Hammer. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Okay. Der mich? Ich gehe jetzt trotzdem noch mal hier hinein. Oh, hat mich natürlich direkt wieder gesehen, der Spasti. Ich verstecke mich jetzt einfach mal hier und hoffe, dass die mir nicht folgen. Bin ich nicht safe, weil die eine rennt nämlich da vorne an der Treppe herum. Ich verstehe auch nicht, warum hier diese Kisten sind. Warum kann ich da nicht hochklettern? Wobei ich glaube, wenn da jemand mit einer Schusswaffe rumläuft, ist es etwas doof, auf einem Dach zu stehen. Aber ich weiß nicht, wie ich sonst an denen vorbeikommen soll. Es bringt ja auch nichts, wenn ich renne, dann schießen die mir bloß in den Rücken. Okay, das ist die an der Treppe. Gucken jetzt mal, wo die hingeht, dass wir der nicht direkt in die Arme laufen.
oder der. Was ist das denn? Ach ja, das ist hier Mr. Hammer. So, jetzt darf ich nicht rausgehen. Der guckt jetzt nämlich genau auf mich. Oh Gott. Die wetzt ihr Messer. Oh, nicht schlecht. Liebe Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich es schaffen soll. Gucke immer in meine Richtung. Jetzt gehen die wieder zurück in meine Richtung. Okay, jetzt gucken sie gerade weg. Wieder hin. Und wieder zurück. Ja, der sieht mich jetzt, das ist aber nicht so schlimm. Oh, ich wollte gerade sagen, Hauptsache der mir Schutz war, nicht Schutzwaffe, sieht mich nicht. Mir eine Trophäe, Spiel. Ehrlich, die habe ich mir verdient. Miyako Kajiro. Miyako ist ein schöner Name. Oh nein! Are you okay? Hey, this place is messed up. Ja, Hund tot, Mädchen bleibt. Hey, okay? And then think about what to do. The dog's already dead anyway. Was bist du denn für ein Spasti? Ja, danke. Hau ihn mal bitte. I'm sorry, but we have to. Kyoya Suda. Mal wieder. Are you okay? Can't you walk a bit more slowly? I'm losing you. What do you mean? I can't see unless I use my chair. Oh. Are you... Your eyes. Miyako. You still have more to do. You know that we can't proceed without you. Won't be long before someone takes a trip to the other side then. The other side? It looks like you've been taking good care of my sister. Thanks for that. Your sister? Hey! Let's go! Okay, wir gucken mal eben.
Da unten sind wir. Und da oben müssen wir hin. Okay. Na gut. Ich denke, ganz am Anfang kann man da einfach so ein bisschen reinrennen. Denn am Anfang geht es erstmal darum zu gucken, wo man überhaupt ist. Und wo Gegner sind, gucken wir dann. Sie ist definitiv das Mädchen vom Cover. Komische Terrasse. Ja. 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 Ein Ast vielleicht? Oder ein Stein? Okay, ich sag ihr jetzt mal. Dass ich hier warten soll, weil ich glaube, hier passiert ihr nichts. Und ich guck jetzt noch mal unten. Nach einem Stein oder so. Vielleicht kriegen wir ja damit das Schloss auf. Ja. 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 Ist Madame denn noch da oben? Ja.
haben wir jetzt sehr viel Lärm gemacht. Ich guck mal eben auf die Map. Also ich glaube, wir sind jetzt da. Ja, Iron Fans, da sind wir. Oh Gott. Droppt der nix? Okay, sie kommt. Hurry up and lead the way. Okay, wir gucken noch mal auf die Map. Ach, guck mal, wir sind schon da links bei der Treppe. Genau, da links müssen wir nämlich nicht lang, sondern wir müssen hier lang. Eine Person mit Taschenlampe.
Ich schlage mich besser, als ich dachte. Und warum? Weil ich jetzt eine Nahkampfwaffe hatte. Ich bin einfach besser, wenn ich Nahkampfwaffen habe. Mit Schusswaffen kann ich nicht umgehen. Akira Shimura. There's something in the air. Ridge Road to Hirasaki. Da muss ich hin. Wie komme ich denn dahin? Huch, ich habe eine Shotgun. Gott, legt er die langsam an. Wie viel Munition hat der denn? Ich will aber nicht die Map aufmachen. Ich will eigentlich... Ah, das wollte ich machen. Wir haben 8 Schuss, das ist okay. Und wir können auch nochmal nachladen. Das ist gut, der ist 70. Na gut, und der ist Jäger. Ich mag Jäger nicht, aber jetzt bin ich gerade froh, dass er eine Shotgun hat. Oder ein Jagdgewehr oder was auch immer. Oh nein. Ah doch, ich dachte, da kommt gerade ein Gegner von hinten. Sehe da was? Ich lade das gleich nochmal neu, weil ich jetzt gerade sehr viel Munition verschwende. Aber es kommt eh gleich ein Gegner, oder? Nein. Okay.
Oh, ich sterbe jetzt, weil ich mit der Shotgun nicht schnell genug zielen kann. Okay. Okay, das war nix. Eventuell können wir uns aber auch am Anfang schon direkt vorbeischleichen, ohne den Typen weiter hinten erschießen zu müssen. So, wenn wir hier jetzt nämlich langsam und vorsichtig... Wie hat der mich jetzt gesehen? Von so weit hinten. Die Steuerung ist auch super schwammig. Eigentlich müsste ich hier ja weitersuchen. Hier jemand? Oh, ich kann hier runter. Das wollte ich gar nicht. Boah, ich sterbe wieder. Weil die Shotgun so langsam ist. Der braucht so lange, um die anzulegen, dass ich in der Zeit nichts machen kann. Also es ist schon total bescheuert, dass der einen da im Tunnel sehen kann, im Nebel, aus 50 Metern Entfernung, wenn man kriecht. Ich müsste eigentlich näher ran, um selber auf ihn schießen zu können, weil ich sehe ihn natürlich nicht im Nebel. Aber, doch, ich sehe ihn. Das ist natürlich noch besser. Okay, er ist tot. Hm.
Okay, Platz. Oh Gott. Ich habe Angst. Hä? Ist der wieder auferstanden? Wie der mir nie hinterherkommt, weil der genau weiß, ich schieße dann auf ihn. Ich sterbe. Nee, die stehen wieder auf. Seht ihr das? Der ist nicht tot.
Tja. Moin. Entschuldigung. Oh nein. Schade. Oh, und da kommt schon direkt der nächste. Ja. So, ihr Lieben. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust mehr. Dieses Spiel ist super anstrengend. Und es gibt nicht mal viele Trophäen. Eine habe ich immerhin. Ha, yay. Aber, ja. Es ist... Wie gesagt, gar nicht dieses mega schlechte Spiel. Gerade optisch finde ich für die damalige Zeit auch völlig in Ordnung. Und es ist nur einfach bockschwer und man muss die Mission einfach 17 Mal machen, bis man auswendig weiß, welcher Gegner wann, wo, wie viele Schritte in welcher Geschwindigkeit macht. Und dann stehen die auch noch wieder auf. Das ist ja noch viel bescheuerter. Aber wenn ihr selber Bock auf das Spiel habt, das ist ja eigentlich ein PS2-Game, man kriegt das momentan aber als PS4-Version im PSN für... Ah, schön. Für, ich weiß nicht, was habe ich bezahlt? 3,50 Euro oder sowas. Das ist also deutlich billiger, als wenn ihr euch die Mühe macht, es für die PS2 aufzutreiben. Und ja, kann man mal machen. Es ist aber, wie gesagt, bockschwer. Und wer das beendet hat, Respekt. Ich werde es vielleicht nochmal spielen. Vielleicht, aber auch nicht wirklich. Aber es war jetzt einfach mal nett, es mal wieder anzuspielen. Wie gesagt, ich habe es mal gespielt, ist aber auch schon ewig her. Und auch da war es schon bockschwer. Na gut. Dementsprechend vielen Dank fürs Zusehen. Und ich will nächste Woche mal irgendwie so einen Teststream auf YouTube machen. Ich weiß, das habe ich schon mal angekündigt, aber ich vergesse das immer, dass das jetzt geht. Wir gucken dann einfach mal. Wenn ihr Bock habt, schaut rein. Wird aber einfach nur sehr random sein. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und mal gucken, was es dann gibt. Also gute Nacht und ein schönes Restwochenende euch allen.